Hallo meine Freunde, willkommen zurück hier in unserem kleinen Dorf im Augsburg. Erst mal das Fenster öffnen. Und dann habe ich doch etwas für meine Frau. Hallo Katzimira. Ah ja, was hat sie denn wieder? Bärensaft hat sie mir gegeben. Willst du einen kleinen Schluck? Ich kann teilen. Vielen Dank. Romantik. Ich habe eine Kleinigkeit für dich. Getrocknete Feigen. F. Das ist es, wovon ich rede. Du weißt, wie man eine Frau glücklich macht. Wie steht's um unser kleines Königsreich? Einige Gebäude müssen repariert werden. Alles klar, müssen wir gucken. Ende Dienstleistung schauen. Alles klar, mach's gut. Stille ist entspannend. Ja, ja, das glaube ich dir. So, da schauen wir doch mal in unsere Reihen. Die Verwaltung. Enthäuseln hier in der Dienstleistung F. In die Bauhütte schauen wir, was ist denn da alles zu machen? Grabungsschuppen ist kaputt, den reparieren wir. Jawohl. Und natürlich ist auch wieder der Schweinestall kaputt. Halt, F. F, ja. Und der Schweinestall, ja, den wollen wir auch reparieren. Alles klar. Wird er jetzt repariert? Ach so, jetzt ist er noch nicht um 8. Alles klar. F. Ja, F. Gut. Jetzt hat er einen Hammer dran. Alles klar. Das hat es vor uns nicht angenommen. Alles klar. So, wir wollten ja auf alle Fälle also die Materialien für Piastopia uns zusammensuchen. Also Krähen habe ich keine mehr geschossen gestern. Aber davor sind wir abends oder in der Nacht um 8:45 sind wir den Fünfjährigen im Wald entgegengekommen und wollten nicht mal mit mir reden. Die konnte ich noch nicht mal nach Hause schicken. Also meine Herren Entwickler, die Fünfjährigen, die haben um 8:45 im Bett zu liegen und nicht im Wald rumzukriechen. Könnt ihr das mal bitte fixen? So, wir brauchen jetzt auf alle Fälle 8-mal Dinger. Und wir brauchen Ware für ein Barnim. Was habe ich noch? Den Bärensaft, den behalte ich, den trinke ich. Den trinke ich, so. Ich nehme auf alle Fälle mal noch wieder... Ich brauche auf alle Fälle wieder Eisenbolzen. Die nehme ich wieder mit, die brauche ich nämlich. Eisenbolzen, wie viel haben wir denn jetzt? Wo habe ich sie denn? Eisenbolzen, ja, 450, alles klar. Die nehme ich mir, die 50 nehme ich mir mit, die, nee, keine 100. Die verkaufe ich jetzt aber nicht, die nehme ich zum Schießen, bei Elche schießen. So, dann, wir brauchen 13 Eisenhacken. Und sehen was, da wiegt einer, wie viel wiegt denn da einer? Weiß ich gar nicht. 2 Kilo, hä? Ja, 122 Kilo wiegen die 61, also 2 Kilo, 13 sind 26 Kilo. Die nehmen wir mit und dann brauchen wir 8-mal Dünger. Den können wir doch mitnehmen. 8-mal Dünger. Schauen wir mal. Haferkorn. Dieses Ding, dieses Brettspiel nehme ich wieder mit. F, das verkaufe ich wieder. So, dann haben wir Holzbecher. Die kann ich ja am Barnim welche verkaufen. Holzbecher, wo sind die denn jetzt hin? Da kann ich doch welche mitnehmen. In der Kneipe kann der die doch immer gebrauchen. Holzbecher. Wo sind die denn jetzt? Holzbecher. Hier, 347 haben wir da. F. Dann nehme ich mal so 150 mit. Jawohl, 149, 150. Da habe ich immer noch 13 Kilo, die ich schnappen kann. Und das brauche ich auf alle Fälle für die 8-mal Dünger. Ich muss überhaupt mal heute, wenn das die Folge zu Ende ist, muss ich mir meine Felder mal angucken, ob dort alles klar geht. Nicht, dass wir hier irgendwelchen Mist machen. Die Felder kann man ja also, glaube ich, auch so einrichten. 81 Kilo habe ich. Na, ich trinke mal schon den Bärensaft. Na, das mache ich nachher gleich. Ich gehe erstmal nach Hause und ziehe mich erstmal um. Ich habe nämlich immer noch die Wintersachen an. Auf alle Fälle die Felljacke, die ziehe ich jetzt aus.
Die Filzweste. Ist die noch zu Hause? Oh ja, 7.58 Uhr. Was schimpft sie denn? Ich bin schon wieder reingekommen. Ich habe sie gestört wahrscheinlich. Keine Ahnung. So, alles klar. Die edlen Stiefel, die räume ich erstmal raus. F, weg damit. Die kommt dort lieber, Edelstiefel. So, ich habe meine normalen Stiefel habe ich dabei. Die Bettdecke, die schleppe ich immer noch mit mir rum oder was? Oder habe ich die eingesackt? Die werde ich mitgenommen haben jetzt. Gut. Auf alle Fälle die gesteppte Weste ziehe ich aus. Den Gugel ziehe ich aus. Die Hose mit Manschetten ziehe ich aus. Die Kappe lasse ich noch offen. So, da ziehe ich jetzt... Wo habe ich denn jetzt meine Stiefel? Habe ich die jetzt hier drin? Ne? Ich hoffe, dass ich jetzt Stiefel einstecken habe. Oder habe ich die drüben im Dingslager liegen gelassen? Die werde ich drüben noch haben. Wir gehen mal hier auf Kleidung. Dicke Handschuhe? Ne, die habe ich nicht mehr dabei. Jetzt gehen wir hier auf Kleidung. Edle Stiefel, wir kennen auch die einfachen Schuhe. Das einfache Hemd zieht man an. F. Dann die Hose ziehen wir an. Und wir setzen den flachen Strohhut auf. So, und da gehe ich mal nach drüben und hol mir aus dem Lager die Stiefel. Barfuß renne ich nicht rum. So. So, jetzt ziehen wir uns erstmal wieder an. Also, Klamotten her. So, das einfache Hemd ziehen wir an. Jawohl. Den flachen Strohhut setzen wir auf. Und die Hose ziehen wir an. Alles klar. Die dicken Lederhandschuhe. Die lassen wir mal noch an. So, jetzt gehe ich mir erst mal... Wieso kehrten die noch? Es ist doch nach um 8. Die muss doch Essen kochen. Gut. Jetzt hole ich mir meine... Die stehen hier alle rum. Die stehen hier alle rum, verstehe ich nicht. Gut. Jetzt hole ich mir meine Stiefel. Ja, hier ist er. F. Gut. Schlauchmützen habe ich 3 Stück, die kann ich auch mal verkaufen. So. Jetzt muss ich halt noch die Stiefel anziehen. Nicht, dass ich wieder barfuß rumrenne. So, jetzt habe ich es an. Alles klar. So, wir gehen heute wieder nach Piastopia. Müssen wir ja nochmal runter. Werden die 2 Quests erfüllen und versuchen bis dahin auch noch die 4 Krähen zu schießen, die wir noch brauchen. Und dann gehen wir zum Barnim und den verkaufen wir. Habe ich denn außer den Bechern noch was eingesteckt? So viel kriege ich doch gar nicht für die Becher. Ich muss mal ins Lebensmittellager gucken, ob ich da schon was, ob die irgendwelche alkoholischen Getränke haben. Wein oder sowas oder Saft. So, mal hier reinschauen. So, Äpfel haben sie einen Haufen drin. Apfelwein, 4 Stück. F, die nehme ich mit. Bärensaft. Bärenwein, 3 Stück. F, die nehme ich auch mit. So, die Eier sind auch hier drin. Wir müssen sehen, dass wir Kuchen backen und sowas. Fliegenpilze. Haferehl. Haben wir 104 Haferehl haben wir. Dann nehme ich mal... wie viel nehme ich mit? Haferbier. Haben wir hier die 3. F, die nehme ich mit. Haferehl. F, dann nehme ich mal 40 mit. So, das müsste jetzt reichen für ein paar nehmen. Da habe ich aber 131 Kilo auf dem Buckel. Aber das schaffen wir schon. Das schaffen wir schon. Wir sind zwar etwas langsamer unterwegs als gewohnt. Jetzt muss ich auch erstmal fix. Habe ich was zu essen für mich dabei? Speis und Trank muss natürlich auch sein. Ich habe noch 10-mal Fleisch drin. Das werde ich erstmal gleich mal zurückschaffen ins Lebensmittellager und haue mir gleich mal ein paar Stücken Fleisch rein. Gebratenes. So, alles klar. So. Ich nehme jetzt ein paar gebratenes Fleisch mit.
Haben wir überhaupt noch sowas? Die hat wohl gar nichts weiter drin. Kein gebratenes Fleisch. Nee. Cool. Na, da werden wir aber mal was machen müssen, dass die hier was zu essen kocht. Rote Beete haben wir noch drin. Wir haben Massenfleisch und weiße Fleisch drin. Das muss ich mir anschauen. Wir haben 250, 260 mal Fleisch drin. Gut, ich packe jetzt erstmal noch 10 mal dazu. Oder nee, ich brate mir das. Ich brate mir das Fleisch und das esse ich unterwegs. Ich gehe mal in die Küche und haue mir meine 10 Steaks auf den Grill. Jetzt ist er hier, der Katsimira. Gut, alles klar. Ich gehe auch mal an den Grill ran hier. So, R, E, F, so, 10 Steaks. Deine Suppe sieht aber auch lecker aus, die blubbert. Gut. Ja, warum komme ich jetzt hier nicht weg? Was ist denn jetzt? Wieso komme ich jetzt hier nicht weg? Katsimira, du störst mich. Alles klar. Katsimira ansprechen. Was ist denn jetzt? Warum komme ich jetzt hier nicht weg? Komm, geh mal einen Schritt zur Seite, Mädel. Das kann ich dir nicht ansprechen. Jetzt stecke ich hier fest. Neben der am Grill. Ich stecke am Grill fest. Warte, ich befreie mich. Gut, alles klar. Müsste ich ja eigentlich befreit sein, oder? Nee, Anne. Ist denn jetzt? Truhe öffnen. Du hast mich jetzt hingebackt. Nochmal, befrei mich. Du hast... Jetzt hat mich hier direkt in eine Mauer reingehauen. Ist das drinne? Jetzt komme ich hier nicht weg. Gut, muss ich eine Schnellspeicherung machen und mach mal einen ganz kurzen Cut hier. Muss ich mich freiladen. Ich mache mal einen Cut. So, meine Freunde, ich habe mich jetzt, nach dem dritten Versuch habe ich mich jetzt frei. Ich habe, selbst beim Laden habe ich wieder in der Mauer gesteckt. Dann bin ich in der Hocke gegangen und konnte zum Glück rausspringen. Alles klar. So, jetzt hat der Durst. Jetzt müssen wir erstmal was, nee, wir gehen an den Fluss ran, da können wir was trinken. Und jetzt ist immer zu, dass wir schnurstracks runter nach Piastowia kommen. Der halbe Tag ist schon wieder vorbei. Haben wir schon wieder vertrödelt hier. Ja, du kriegst gleich was zu trinken. Hier ist eine Pfütze, da kannst du was trinken. So, und mein gebratenes Fleisch, das kann ich auch essen. Hunger hat er ja auch. Fünfmal, ne, da haben wir noch fünfmal hier einen Rückweg. So, alles klar. Jetzt begeben wir uns. Was hatte ich jetzt? Eine Vergiftung? Jetzt war doch hier ein Totenkopf. Da habe ich jetzt irgendwas Unrechtes gegessen oder was? Oder war es das Wasser? Ich habe das abgestandene Wasser aus der Pfütze getrunken. So, alles klar. Wir sehen uns in Piastowia wieder. Den Weg bis runter kennt er ja. Alles klar, bis gleich. So, ich habe es gleich mal noch wieder eine Krähe geschossen. Aber das ist die richtige Provokation. Den Quest mit den Dachsen, den haben wir nicht angenommen. Und schon laufen mir die Dachse über den Weg. Die treten dir direkt auf die Füße rum, kannst du sagen. So, jetzt haben wir die fünfte Krähe. Wir brauchen noch 3 Krähen. Ja, die werden wir noch kriegen. Dann können wir nämlich den Quest gleich mit abschließen.
So, wir schauen wieder dort hinter. Und unten in Biastovia, da sind bestimmt noch ein paar Krähen, die wir abschießen können. So, da wollen wir doch gleich mal einen Pfeil einlegen. So, jetzt Pfeil rein und uns hier langsam anschleichen und schon mal den Bogen spannen. Jetzt sind natürlich keine da. Da gehen wir hier in die Hütte rein. Mal schauen. Das ist immer das Langweiligste an der Jagd. Auf das Viehzeug warten, bis es kommt. Man hört die Krähen schon. Da möchten sie aber auch langsam mal hier wieder landen. Zumindest erstmal eine. Wetten, wenn ich jetzt hier aufbreche, da kommen sie. Na gut, da gehen wir hin. Nein, sind keine gekommen. Na ja, gut, wir werden die letzten Krähen schon noch erwischen. So, jetzt gehen wir erstmal zum Derwan, um die anderen Quests loszuwerden. Ja, damit wir das Gewicht mal runterkriegen. Und dort ist doch eine Krähe. Und, nee, das ist ein Has. Das ist keine Krähe, das ist ein Häschen. Nein, dich jagen wir jetzt nicht. Ich werde mir auch noch mal überlegen, was ich noch bei uns alles baue. Wir können ja noch einige Häuser bauen. Wie viel haben wir denn jetzt eigentlich schon gebaut? Gucken wir mal in die Verwaltung rein. Wir haben 82 von 140 möglichen. Ne, da haben wir schon. Da können wir immer noch was bauen. Da können wir schon noch was bauen. So, also gehen wir erstmal zum Derwald. Erstmal zum Derwan. Da waren doch jetzt Krähen und ich habe nicht darauf reagiert. Naja, gut. Entweder ist er im Wirtshaus oder hier auf dem Markt. Hier ist er doch. Da ist er doch schon. Hallo, Derwan. Ah, da bist du wieder. Hast du dich entschieden? Ja, ich glaube schon. Slava aus Klonika. Die werde ich das machen. Genau.
Also sei es. Bitte sei mein offizieller Gesandter und überbringe deinem Kandidaten die Neuigkeit. Stimmt er zu, beginnen wir mit dem Vorbereitung für die feierliche Amtseinführung. Ich werde die Nachricht überbringen. Gut. Nee, Derban, renn mal nicht weg. Ich hab noch was für dich. How are you? Sei willkommen, Steuerzahler. Könntest du mir etwas über was über diesen Ort verraten? Nee, warum? Ich will doch in den Quest abschließen. Leb wohl. See you around. Ein neuer Anfang. Ach, das war noch nicht abgeschlossen. Deswegen, oder? Kann ich ihn jetzt mit ihm sprechen? Hello. Nee, immer noch nicht. Wieso? Moment. Ach so, ich muss ja erst die Zettel runterreißen. Stimmt, ich muss doch erst die Zettel abreißen, damit ich die Quests abschließen kann. Jetzt haben hier Krähen gesessen und ich habe einen Pfeil nicht rechtzeitig gespannt, einen Bogen. Jetzt gehen wir erstmal zum Dings. Jetzt verkaufen wir erstmal unsere Waren hier und dann reißen wir die Zettel runter. So, wo ist noch Barnim? Wo ist denn der Gatte? Der ist weg. Da holen wir uns jetzt erstmal die Zettel für die Quests, damit wir das erledigen. Wie spät haben wir es denn? 16.34 Uhr. Ne, dann müsste ja noch Betrieb sein hier. So, da haben wir die Anschlagstafel. Dünger oder werde gedüngt. Den nehmen wir mit und geh hacken. Den nehmen wir auch mit. So, alles klar. Wondered what a world without kings would look like? Nee, ich wollte doch erstmal, müssen wir wieder erstmal in die Quests reingehen. Alles klar, mir zeigt es den an, den Quest. Dinger oder werde gedüngt, den wollen wir verfolgen, alles klar. Ja, Mann, wo ist er jetzt? Was, ein Meter? Nee, 24 Meter jetzt. Hier hinten ist er irgendwo. 100 der Wein. Ach, hier ist er doch. Ja, hier ist er. Alles klar. Bin wegen dem Dung hier. Oh ja, das hat mir der Gestank schon verraten. Gut. Ja, warte, ich hab's nächste. How is life treating you? Schlag die Hacken zusammen. Ich bring dir ein neues Werkzeug. Alles klar, das haben wir auch erledigt. Gut, jetzt haben wir wieder 54.000. So, und jetzt schauen wir, wo der Barnim ist. Dass wir das jetzt erledigen. Und dann, wenn wir zu Hause sind, gehen wir rüber nach Klonika. Da überbringen wir der die frohe Botschaft, dass sie der neue Kastellan wird. Was mir zwar richtig widerstrebt, aber wir können es ja nicht ändern. Wo ist denn nun dein Gatte? Hail, friend. Sind wieder Kriege verschwunden? Nein, gut, alles klar. Nein, leb wohl. See you around. So, wo ist denn der wieder? Ist der auf dem Markt, der Barnim? Nee, oder? Da ist er doch. Hier steht er doch. Zeig mir deine Ware, mein Freund. Da steht er hier auf dem Markt. Ich verkaufe dir erstmal den Apfelwein. F-E-F. So, dann verkaufe ich dir Bärenwein. So, dann den Bärensaft, den trinke ich selber. Dann habe ich doch für dich noch diese Holzbecher. Die Holzbecher, 150 Stück. F-E-F.
Hat immer noch 1000 Geld. Gibt's doch gar nicht. Haferbier, 3 Stück. Und Haferel. Da kann er bloß 14 abkaufen. Alles klar. So. Was habe ich denn noch für dich? 3 Pelze verkaufe ich dir noch. Was habe ich denn noch drin? Und ein paar Federn. Gott, das ist immer so mein... Das hat er noch 0,6 und ich habe 57.000. Leb wohl, mein Freund. So, und jetzt gehe ich zum Geschenkehändler. Wo ist er denn? Und verkaufe denn dieses Brettspiel wieder. Hier ist er doch. Hey. Zeig mir deine Ware. So, jetzt kriegst du dieses Ding wieder. 400 kriegst du vor. F. Nee. Ja, Gef, das kriegst du. Nicht genug Münzen. Ach, du kriegst die dir nicht zu. Alles klar, dann muss ich das nächste Mal verkaufen. Ist ja klar, ich habe den doch alles abgeluchst. Alles klar, gut. War jetzt mein Fehler. So, Handfächer, auch der hat selber so ein Ding. Alles klar, gut. Can I interest you in some of my wares? Leb wohl, da komme ich nächste Jahreszeit wieder und verkaufe dir das Ding. Gut, alles klar. Wir machen jetzt wieder nach Hause. Das haben wir alles erledigt. So, jetzt sehen wir mal zu, ob wir vielleicht sogar noch hier vorne die 2 Krähen schießen. Ich gehe mal in unser Tagebuch rein. Kein Fest für Krähen. Wie viel haben wir denn? F, den wollen wir verfolgen. Ach, 3 brauchen wir noch. 3 Krähen brauchen wir noch. Naja, gut. Spann schon mal deinen Bogen. Das ist eine Taube, die kann man nicht abschießen. Da kriegen wir es mit der Bevölkerung hier zu tun, wenn wir die Tauben abschießen. War wohl doch eine Krähe. Hm. Eine Krähe im Taubenkleid. Die hat mich gefoppt. Jetzt schaue ich noch mal auf die andere Seite des Dorfes. Da waren doch immer die Krähen. Ich hätte das gern noch, wenn möglich, abgeschlossen hier. Das ist eine Taube. Das ist eindeutig eine Taube gewesen. Da hinten sitzt eine Krähe. Die hat's erlegt. Gut. Die hat's erstmal erlegt. Gut. Jetzt brauchen wir immer noch 2. Dass ich wegen den Krähen nochmal hier runter muss, das gefällt mir. Oh, na gut, ich müsste dann sowieso in Dings nochmal Bescheid sagen, dass die das Amt annimmt. Aber ob die das annimmt, das würde ich schon machen. So, gut, alles klar, meine Freunde. Ich würde sagen, ich laufe jetzt nach Hause. Ich warte jetzt hier nicht. Kommen jetzt sowieso keine Krähen mehr. Also, da hämmert schon wieder am Zaun rum dort vorne. Ich glaube nicht, dass wir jetzt hier noch eine Krähe erlegen. Wir hören sie zwar, wie sie rumkrähen, aber ich glaube nicht, dass wir hier noch eine schießen können. Wir können ja mal hier rausschauen. Hier draußen bei den Feldern, aber das sind ja auch keine. Meistens waren ja auch wieder welche, aber wenn wir auf Krähenjagd gehen, gibt es keine Krähen. Das da hinten sind Tauben. Ja, ja, wenn wir auf Krähenjagd sind, sind keine da. Alles klar, dann laufen wir wieder nach Hause jetzt. Dann laufen wir halt nach Hause, wir werden und schon noch die letzten 2 Krähen schießen.
Gut, alles klar, wir brechen jetzt die Krähenjagd ab und da wird da eine gesessen. Ach, gut, alles klar. Wer ist denn jetzt überhaupt hier drin in dem Haus des Kastellans? Gar keiner, oder? Das ist verlassen. Bernsteinfiguren, getrocknete Feigen, Münzen, 500 Münzen. Ob man das hier rauszerren könnte, das Zeug. Würde ich gern mal probieren. Ich werde das mal speichern, eine Schnellspeicherung hier machen. Mal sehen, was dann passiert. Also, machen wir eine Schnellspeicherung. Und wenn es nämlich uns angekreidet wird, dass wir geklaut haben, dann können wir ja verstecktes Stahlfall hier. Ach so, wir können wieder runtersteigen. Alles klar. Nee, geh weg. Wir gehen jetzt nicht dort runter. Wir schauen mal hier, ob wir das Geld mitnehmen können hier. F, E, F. So, mal sehen, ob da hier was passiert. Eigentlich, wer soll uns hier erwischt haben, dass wir geklaut haben? Hat uns einer gesehen? Eigentlich gesehen hat uns keiner. Was kann man da noch mitnehmen? Getrocknete Feigen. Die nehme ich noch mit. Das Parfüm brauchen wir nicht. Den Wollstoff, die getrockneten Feigen wollte ich noch nehmen. F, E. Die Bernsteinfiguren, seht ihr, das ist rot. Also legen wir sie zurück. Aber vom Geld kann ja nichts. Die getrockneten Feigen sind auch rot, alles klar. Aber das Geld kann ja nicht rot sein, oder? Wir gucken nochmal in unser Inventar rein. Die getrockneten Feigen wollte ich doch wieder zurücklegen. Geht wohl gar nicht. F, zurück, genau. Getrocknete Feigen, aber beim Geld? Nee, das sieht man ja nichts. Wer soll mal von den 57.000 sagen, dass die 500 geklaut sind? Keiner. Gut. Was habe ich denn jetzt noch eingelegt? Habe ich jetzt noch Kirschweine eingelegt? Meine Eisenarmbrust habe ich eingelegt, oder was? Das ist doch meine. Oder ist die jetzt auch rot? Nee. Nee, das war meine Eisenarmbrust. Gut, alles klar. Kirschwein, der war drinne. Alles klar, gut. Wir haben das Geld nicht mehr mit. Gott, gesehen hat uns keiner. Wir gehen jetzt nach Hause. So. Der hat uns genug geärgert, dieser Kastellan. Außerdem gibt es ja hier sowieso eine Errungenschaft. Ich glaube, da musst du sogar was mausen, damit du das bei Steam kriegst, dieses Ereignis. Alles klar, meine Freunde. Wir gehen jetzt nach Hause. Wir sind wieder um 500 Münzen reicher. So, ich gucke auch nochmal hier nach, ob wir da oben noch eine Krähe sehen im Dunkeln. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Alles klar, meine Freunde. Ich sage dann mal Tschüss. Jetzt im Dunkeln findest du keine Krähen.